Hallo und recht herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von F1 2021. Wir stehen vor dem Kanada Grand Prix. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, starten einfach direkt mal rein, beziehungsweise müssen hier erstmal noch schauen, wo wir noch Ressourcenpunkte sammeln können, weil die müssen wir dringend mitnehmen. Brauchen wir aktuell alles Mögliche, was wir kriegen können. So, dann haben wir auch alles untergekriegt in Neuss. 1,45 Millionen, damit können wir nicht viel anfangen. Oh, wir sind mit den Entwicklungen. Uiuiuiuiui. Und da sind wir jetzt richtig gut dabei. So, und jetzt müssen wir mal kurz schauen. Hier Nasenstruktur, ne? Wir könnten es auch einfach so machen, okay. Die Nasenstruktur. Hydraulik wäre noch ein fettes Update. Hydraulik ist halt nochmal ein größeres Update. Und dann nehmen wir die Hydraulik mit, die wird sogar vor Kanada fertig, theoretisch. Uiuiui. Ja, es riecht danach, als könnten wir langsam mal wieder ein bisschen eingreifen hier in diese WM. Mhm. Ja, die Nasenstruktur müssen wir dann noch machen, aber... Wir haben ein Problem mit unserem Fahrer. Wie sollen wir das regeln? Hey, ich soll dir ausrichten, dass die Abteilung sich für die Hilfe bedankt. Ist okay, Charles, weil, wie gesagt, ich plane da kurz mal an was anderem. Und zwar so, dass wir unser Auto nicht nur zurück auf Top-Standard kriegen, sondern auch wirklich wieder wettbewerbsfähig machen. Und mit diesem Update wären wir soweit, dass wir mit Mercedes und Red Bull wieder mithalten können. Und das ist das, wo ich hin will. Ganz, ganz wichtig. Sonst haben wir noch 700 Punkte übrig. Ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwas reicht für irgendwas. Nee. 900 Punkte reicht nur für Strapazierfähigkeit. Okidoki. Sponsoren verwalten. Einer ist ausgelaufen. Schauen wir mal, was wir da machen können dagegen. Den nehmen wir auch wieder mit, weil 20 Punkte können wir in Zukunft wiederholen. Und zwar locker. Vor allem jetzt mit dem Auto, was wir jetzt wieder haben. Mit dem F&E-Verlauf. Wie gesagt, es sind nur ultimative Updates noch da. Yes, Max, jetzt kann es nochmal spannend werden in der WM. Heute sollten eigentlich neue Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Der Diffusor. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Das ist bitter. Das Diffusor-Problem ist bitter, weil das wirft uns nämlich jetzt gerade ein bisschen wieder zurück. Genau, jetzt wären wir wieder... Gut, es sollte eigentlich reichen bis Kanada. Wir haben 1000 Punkte. Ah, warten wir noch ein bisschen. Sonntag, Montag. Einrichtungen, Aerodynamik. Die sind beide gleich groß. Dann nehmen wir die Motorhaube mit. Weiter geht's. Diffusor ist fertig geworden. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Wir sind vor Mercedes. Es gibt hier etwas, wozu wir gern deine Meinung hätten. Danke. Es ist toll, dass du dir Zeit für sowas nimmst. Scheiß auf die Moral tatsächlich. Wir haben hier immer noch genug Arbeit zu tun, um unser Auto voranzubringen.
Das ist mir persönlich ein bisschen wichtiger. So. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Besser als Mercedes, wieder im Duell mit Red Bull. Genau da, wo wir hinwollen. Chassis, Hydraulik ist fertig. Leichte Felgen vor Österreich, jawohl, passt perfekt zum Rennwochenende. Auf geht's nach Kanada und jetzt bin ich richtig gespannt, wo wir wieder mitfahren können. So, bewölkt, das heißt schönes Wetter, das ist gut für uns. Wir sind auf einem Level mit Mercedes und Red Bull, das heißt wir können da voll mitgehen. Jetzt ist die Frage, wechseln wir unseren Motor? Welche Rennen haben wir denn jetzt noch vor der Nase? Drei Rennen gefahren, dreimal Zweiter geworden. Kanada, Österreich, Belgien, Italien wäre der nächste Stint. Wir wechseln zum Qualifying das Getriebe. Training 1 im Regen. Ja gut, auf geht's. Schauen wir mal, ob das passiert. Ja, es tröpfelt leicht. Streckenakklimatisierung, auf geht's. Mal schauen. Wie gesagt, mich freut es immer ein bisschen, wenn man dann wieder vorne mit dabei ist. Das ist genau das, was wir haben wollen. Hat uns tatsächlich 3 Rennen gebraucht, tatsächlich uns vom Mittelfeld wieder ranzuarbeiten an die Formel 1 Spitze. Aber umso besser, dass wir jetzt wieder da sind. Pünktlich zu den Rennen, wo wir wirklich stark sind. Sprich, Kanada, Österreich, Spa, Italien. Das sind eigentlich immer Rennen, die uns taugen, in denen wir gut sind. Wenn wir das natürlich jetzt hinkriegen, dass wir da dann auch wieder unsere Punkte holen. Vielleicht Max auch endlich mal schlagen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass einfach mal jemand dem Red Bull-Fahrer zeigt, hey, pass auf, es ist so schön, dass du jetzt 3 Rennen in Folge gewonnen hast dieses Jahr. Aber es gibt jemanden im Feld, der dich schlagen kann. Und wenn wir jetzt natürlich diese 22 Punkte langsam aufholen können, können wir auch noch Weltmeister werden. Wie gesagt, 22 Punkte sind im Vergleich zur letzten Saison eigentlich nichts. Wie gesagt, aktuell 22 Punkte, einmal ausscheiden von Max Verstappen. Und wir haben die WM-Führung. Circuit. This is a really strong foundation to build from over the weekend. Sehr schön. Zurück in die Garage. Dann haben wir noch Qualifying-Tempo zum Testen und dann geht's ab ins Qualifying. Freue ich mich drauf. Freue ich mich sehr drauf. Just give it everything. In this test, we want to make sure we can lap close to our rival's pace. Witzig, gleich mal Red Bull vor uns.
Na ist gut, dann wissen wir gleich mal, wo wir stehen. Das ist noch ein bisschen rutschig. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, this is a quali-sim. We've estimated the times our closest rivals will be doing, so that's what we need to beat. Für die Frage, wer das gerade war, Sergio Perez ist das gerade vor uns gewesen. Es regnet immer noch leicht, aber anscheinend die Strecke zu trocken. Ja, wir rutschen immer noch gut, wir rutschen immer noch gut und das merkt man schon. Also wie gesagt, hier, man merkt es auch in den Kurven, es ist, weiß nicht warum sie da sagen, wir sollen unbedingt mit den Trockenreifen rausfahren. Wenn ich wirklich vor uns noch sehe, dass uns die Regentropfen an die Scheibe donnern. An die Kameralinse. Und wir von Körb zu Körb rutschen. Aber man merkt, dass das Auto große Improvements gemacht hat. Seit dem letzten Rennen. Halleluja. Ich bin sehr gespannt, dass die Red Bulls vor uns liefern. Wie gesagt, Red Bull und Mercedes sind die Teams, die es zu schlagen gilt. Diese Rundenzeit, die wir schlagen sollen, schlagen wir locker. Okay, Test complete and that was a very good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. Mal sehen, dass es noch ein bisschen schneller geht. Er fährt auf weißen Reifen. You're nearly out of fuel. Almost out of fuel. You need to pit within the next two laps. Come in this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Na, kann man da nochmal 0,5 Sekunden, nein, 0,4 kann man wegnehmen nochmal. Passt. Bin ich zufrieden. Auf geht's ins Qualifying. There's only one lap of fuel remaining. Auf geht's ins Qualifying. Natürlich jetzt, desto besser hier die Strecke wird, desto einfacher wird's. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. So, schauen wir mal. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Verstappen, Hamilton und Valtteri Bottas. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Springen wir ins Qualifying.
Exakt Pole Position oder ähnliches war dieses Jahr noch gar nicht drin für uns. Wäre jetzt mal an der Zeit. Ansonsten schauen wir, ob wir es in Österreich oder in Italien schaffen mit der Pole. Die Zeit tickt in Quebec. Rennen Nummer 4 diese Saison. Kanada is calling. Ja, passt. Auf geht's, raus auf die Strecke. Das ist der McLaren. Kann ich mal kurz anmerken, dass die Runde bisher echt gut war? Bisschen vom Gas gehen, da war ein bisschen zu schnell unterwegs. Genau, und dann passiert sowas. Nur, dass du die perfekte Runde hinkriegst und dann triffst du eine Kurve nicht richtig. Mehr oder weniger und schon küsst du die Bande. Schauen wir, dass wir es jetzt irgendwie noch hinkriegen, hinten raus, diese Runde. Das ist natürlich Zeit, aber Bottas mit einer 1.09 1.08, 1.09, oh, ganz knapp, also ohne den Schlenkerer in die Wand rein, sage ich, stehen wir auf 1. Oh no. Oh wow, Spiel ist einfach komplett weg. Nice. Okay. Schade. Dürfen die Runde gleich nochmal fahren. Schauen wir, ob wir jetzt ein zweites Mal so gut hinkriegen. Ein bisschen mehr an dem McLaren dran als vorhin. Hier ist ein bisschen Platz gelassen. Das Letzte, was wir brauchen, sind Autos, die uns im Weg umgehen. So, jetzt da, auf geht's. Qualifying-Runde. Perfekt wie die Runde von gerade. Da muss mindestens genauso viel Zeit liegen wie durch das Tuschieren der Mauer vorhin gerade. Jetzt der zweite Sektor, das ist aber gut. Ja,
just put in the fastest lap. Good job. 1:08.643, das ist richtig schnell. Und Schal unterbietet diese Zeit. Sehr schön. Das ist genau das, was ich sehen will von unserem Teamkollegen. Und vielleicht haben wir jetzt endlich mal die Möglichkeit, dass wir ein paar Positionen zwischen Verstappen und uns kriegen. Und plötzlich holst du 11 Punkte in 2 Rennen auf. So, Ricardo. Oh, Verstappen sogar nur auf 4. Gasly auf der 3. Das heißt sogar ein Alpha Tauri schneller als Max im Red Bull. Das wäre natürlich bitter für Red Bull. Klar, wenn sie jetzt hier nicht schaffen, ihn praktisch mit diesem Auto zum Weltmeister zu machen, wäre das sehr, 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 sehr bitter. Dann wäre das natürlich übertriebenst bitter. Wir können die Runde eigentlich abbrechen. Noch eine Runde fahren mit weniger Sprit im Tank. Ich habe da jetzt die Ding voll. Ich weiß nicht, ob Gasly auf dem Platz bleiben kann, wo er jetzt ist. Gönnen würde ich sie mir. Auf geht's. Bereit machen für die schnelle Runde, die jetzt gleich kommt. Daniel weiß auch, dass die Runde gerade nicht gut war. Umso besser kommt er hier aus dieser ersten Kurve raus. Schnellster erster Sektor. Ja, ist immer noch auf der schnellsten Runde. Schnellster zweiter Sektor. Das riecht danach. Ne, schnellste zweite Sektor tatsächlich nicht. Aber schnellste Gesamtrunde. Nochmal 0,4 schneller als vorhin. Boom. Daniel Ricciardo. Zündelt da nochmal. Halleluja. Schaden am Unterboden, das könnte es gewesen sein mit dem Qualifying tatsächlich. Car repairs have set us back a little. Ein letzter Schuss, nur zur Sicherheit. Könnte aber sein, dass es nicht reicht. Von der Zeit, die verbleibend ist. Sieben Sekunden. Na, geht da nochmal ein Schuss? Ja, Daniel Ricciardo ist das letzte Auto, was nochmal eine schnelle Runde fahren darf. Hamilton auf der 3, Verstappen nur auf der 4, Perez die 5. Die Red Bulls, die müssen ja gerade vor Angst kochen.
Aber beim Gedanken, dass hier gleich jemand nochmal Windschatten kriegt von Pierre Gasly zum Beispiel, was ihm aber auch die Zeit oder die Rundenzeit kosten könnte. Ich habe Angst, dass die reinfahren. Fahren wir zu Ende. Schnellste Rundenzeit. Ricardo steht auf Pole und Leclerc auf 2. Die Updates haben endlich gewirkt. Porsche ist zurück. Das Qualifying ist beendet und Doppel. Wir noch einmal einen Paul. Blick auf 1 und 2. Die erste Reihe ist Lewis grün. Hammond. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin. Und Max erstmal auf der 4. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Es wird spannend. Gasly auf 7, Sainz Norris 8, 9, Vettel auf der 10, Alonso auf der 12. Das ist zu schlecht für ein Ferrari. Die sind das 7. und 8. stärkste Auto im Feld. Und 10 und 12 sind da zu schlecht. Schumacher im Haas auf 15, richtig stark. Schlägt beide Alpine, beide Aston Martin, beide Williams. Wow. Nice, ich freue mich aufs Rennen morgen. Von 1. Startzielsieg. Hättet ihr Bock drauf? Ich schon. Schauen wir mal. I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Genau. Und damit bis morgen. Ciao mit V. Wir sehen uns.